Ah, hier war das Krähenrätsel, okay. Genau, wenn wir das eben eingesetzt haben, und dann den Boss besiegt haben, dann bekommen wir da das Insignia quasi. Das müssen wir da eingeben. Dann weiß ich noch nicht, wofür das RuneQuest war. Ach, für die Magnum, glaube ich. Lisa, protected by the three spirits. A picture of a woman wearing a bracelet, a necklace and a crown. There's a switch at the bottom of the picture. Press it. No. Picture of a valiant wearing a bracelet. Yellow stained glass. Ah, Moment. Bracelet? Necklace. In der Reihenfolge? Bracelet, necklace, crown. Picture of a sage wearing a necklace. Okay. Picture of a saint wearing a crown. Yellow. Okay, was haben wir hier noch? Picture of a saint wearing a crown. Achso, das ist genau dasselbe, ne? Naja, okay, das ist genau dasselbe. Title is written as follows. Bring the light of truth to the three spirits. Ja, in der Reihenfolge, oder wie? Oder wie, oder was? Okay, lass mal sehen. Bracelet, Necklace, Crown. Ja, das sind doch die falschen Farben. Oder? Natürlich ist es falsch. Word? Moment. Ah, okay. Moment, Bracelet. Ah, Bracelet war rot, oder? Ja, genau. Necklace. War, glaube ich, purple? Genau, und die Crown war grün. Jeweils einmal, really. Solid. Ah, dritter Death Mask. Hm. Ich habe keinen Old Key. Hm. Aber ja, ich glaube, damit haben wir tatsächlich jede einzelne Maske. Das heißt, Bossfight. Great. Kann's kaum erwarten. Muss mein Enthusiasmus, glaube ich, ein bisschen zügeln. Aber wir wissen zumindest, wo wir hin müssen. Nämlich genau hier hinten, da, wo die Kollegen gerade rauskamen. Dankeschön, dass sie das auch nochmal gezeigt haben gerade eben. Gute Frau. Genau da müssen wir hin. So, dann save ich mal eben. Eine Runde. Denn wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich jede Maske, die wir brauchen, oder? Oh, Moment, da gehe ich nochmal kurz zurück und werde schauen, dass ich da... Ach, ja, natürlich ist auch eine Abkürzung, klar. Logisch. Muss ich nochmal den Weg finden, aber ich glaube, das kriege ich hin. Das kriege ich auch noch. Aber nee, Quatsch, da könnt ihr nicht durch, ne? Boah, hasse ich das gerade. Boah, ist das scheiße. Gott, ist das doof. Ach, Gott. Disgusting. Blech. Waren das alle? Ja. Sieht ganz so aus.
Alrighty then. Haben wir hier, wie gesagt, angesprochen, einen kleinen Safe. Na, ich glaube... Ah, wohl... Ja, doch. Ist der nächste Safe Room, bevor wir da lang rumdödeln. Machen wir direkt hier den Safe. Ich habe noch viermal gesaved. Mit Jill. Anscheinend. Und irgendwie hat es funktioniert. I fucks with it. Wie man im Neudeutsch so schön sagt. Habe ich einen Old Key? Nee. Aber ich kann rein theoretisch die Tür wieder aufschließen eigentlich, von, wenn ich dann von der Seite komme. Aber da können wir einfach nochmal eine Chest benutzen. Also so das Problem ist es ja nicht. Ich sehe gerade, wir haben noch eine verschlossene Tür hier hinten. Ja, ja, chill da unten. Was für ein Raum war denn das? Ach so, ja, 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 der mit dem Fireplace, ja. I remember. Jesus Christ. Zombinho. Ah, falsche Richtung. Yep, haben wir hier noch was? Ne. Good. Just passing through. Das habe ich eigentlich gerade für den Boss gebraucht. Ich lade eine Runde. Wir hatten ja als Jill einen One-Shot mit dem Taser. Weißt du, das mit Chris und der Handgranate genauso ist? Ich bezweifle es eigentlich fast. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich muss sagen, wir finden uns gerade jetzt ganz gut eigentlich zurecht. Bin ein bisschen überrascht. Natürlich fehlt die fette Maske. Fuck! Was? Die? Nee? Die? Ja. Okay. Number one. Number... Wahrscheinlich ist es genau die, die fehlt, ne? Nee, number two. Lovely. Dann fehlt uns die Maske. Number three. Okay, dann fehlt Nummer vier. With the hole where the nose should be. Okay, wir machen uns aber den Weg schon mal ein bisschen kürzer. Zu früh gefreut. So, und zwar... dachte aber, das war viel später erst, aber man kommt ja doch relativ fix hin. Kein Kommentar. God damn it. Okay. Dann konzentriere ich nochmal den Walkthrough am besten. Walkthrough. 6 Uhr. Kann nochmal nachschauen hier. Dreht das große Zahnrad, sodass es 6 Uhr anzeigt. Okay. Large. Left. Yes. Large. Left. No. Sweet. Wobei das eher nach dem... Ah doch, ja, logisch. Der kleine Zeiger ist der... Ja, für die Stunden. Macht Sinn. Dachte irgendwie gerade, das war andersrum, aber... Natürlich nicht. Okay. Examining you. Also engraving of a shield. Damit haben wir den Shield Key. Damit müssen wir zu Yawn. Yes. Yes, pretty much. Das einzige Problem ist, dass wir
mehr oder weniger es jetzt mit Crimson Heads zu tun haben. Und deswegen gehe ich lieber erstmal in die Richtung, hole mir da mein Equip. Weil hier ist es auf jeden Fall um einiges sicherer, da das Equip zu holen. Weil wir uns hier logischerweise nicht mit Crimson Heads rumschlagen müssen. Aber eventuell bald mit zwei Zombies, so wie das sich anhört. Hier kommen wir da an meinen Bros vorbei, wunderbar. Wir nehmen uns die Shotgun mit. Denn ich glaube, man braucht nur 6. Ich habe 18 Pistol? Hab's leider gerade nicht offen. Aber ich glaube, es waren so 18 Pistol-Schüsse und ich glaube auch mal 6 oder so. Oder 8 mit der Shotgun. Wir haben jetzt vor allem einen neuen Key. Deswegen will ich erstmal gucken, wo ich den noch einsetzen kann. Ob wir den hier noch irgendwo einsetzen können. Hier war Helmet. Hier war Helmpflicht. Ich schau mal da hinten vorbei. Könnte sein, dass wir den hier hinten jetzt einsetzen können. Damit würde sich eventuell auch wieder ein neuer Pass... eine neue Passage öffnen. Goddammit. Den hat man aber auch ganz selten gebraucht. Shield, ne? Shield war extrem selten, aber okay. Hallo? Unhöflich. Na, normalerweise macht der Kollege nie Zatzicken, aber jetzt auf einmal. Na ja, klar. Oh, Rebecca ist wieder zurück. Würden Sie, freundlicherweise? Yes. Well, this is it. We're out of medicine. Don't do anything I wouldn't do. Gut. Damit hätten wir das schon mal aufgebraucht. Take care, Chris. Eigentlich wollte ich wissen, wie es Richard geht, aber ist okay. Richard is still sleeping, ja. The Eternal Slumber. So, da wir es mit Yawn jetzt gleich zu tun haben. Yawn! Hätte ich gesagt, nehmen wir Shotgun, nehmen wir Shells. Und dann sollten wir einigermaßen safe sein. Den Weg nochmal hier zurückzugehen, du beginnst in den Raum, in dem wir die Plan 42 für uns ein bisschen vereinfacht haben. Wäre, glaube ich, nicht so weise, weil dann müssen wir durch mehrere Zombies durch. Und das für, ich glaube, 2 Green Herbs haben wir noch gehabt in dem Raum. Ist es, glaube ich, nicht wirklich wert. Yes. Einmal hier lang. Ich habe auch schon mal die Grenade dequipped, damit wir die nicht aus Versehen gegen Zombies einsetzen, die uns versuchen zu grabben. Denn ich glaube, es ist ganz gut, das für den Bossfight aufzuheben, die Handgrenade. Faraday Cage, that's my serenade. EMP, come to leave my browser history. No wedding rings. I'm rocking pins from handgrenades. Mendeley Bay on these creeps. Okay, alright. Müssen wir an dem Drecksraum vorbei? Ich überlege gerade. Schwer zu sagen, ist auf jeden Fall hier irgendwo relativ gleich der Raum. Das ist genau dafür gedacht, dass man dann diese Donner Breaks und dann musst du halt einmal außen rum gehen und dann musst du an dem Raum auf jeden oder durch den Raum auf jeden Fall durch. Ich hasse sowas. Das ist scheiße. Das ist kein gutes Game Design. Ah, stimmt, hier waren ja auch noch Goodies. Ja, genau. Und noch ein Drecksköter.
Back here. Backpack. Oh, Kerosin haben wir da auch nochmal. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich nehme einfach mal das. Damit wir hier einfach freien Inventory Space haben. Wir brauchen, glaube ich, noch nur eins, weil ich glaube, im Fight gegen Yorn haben wir auch nur ein Item tatsächlich, das wir mitnehmen müssen. Ups. Wobei, wenn es so weitergeht, habe ich keine fucking Ammo mehr. Für die Shotgun. War ein bisschen kontraproduktiv. Muss ich gerade nochmal schauen, allerdings. Ach stimmt, das war im zweiten Stockwerk. Na, Moment, ich muss hier gar nicht durch. Ich kann direkt vom zweiten Stockwerk aus einfach dahin. Das macht das Ganze um einiges leichter. Weiß nicht, vielleicht können wir den Raum sogar gänzlich umgehen? Nee. Glaub nicht. Nicht, bis wir die Tür da, glaube ich, gefixt haben. Was dann, glaube ich, automatisch passiert, wenn wir aus dem zweiten Anwesen wieder hierher kommen. Für den Helmet Key. Glaube ich, war es. Den letzten Key, den man hier bekommt. Neben dem Estate Key. Oder Spencer Key. Spencer Mansion Estate. Free Real Estate. What the fuck? Muss man da nochmal die Karte hier anschauen. Ne, das sind wir. Ja, okay, wir sind richtig. Yes, yes. Yes. Warum den einfachen Weg gehen, wenn man auch einen Umweg gehen kann? Meine Rede. Okay, Yorn, it's on. Shield Key war nur ein User anscheinend. Alright. Alright, Game. I got you. Finde ich aber auch besser, das Lightning, was man hier hat. Im Original-Game ist es hier so hell. Ach, man muss gar nicht fighten, ne? Kann das sein? Dass man einfach das Quest nehmen kann und dann... Goodbye, bitch. What's up, dog? Poisons. Give me the crest or the death mask, thank you. No. Oh. She's ready. Sweet, sweet, sweet. Okay. Oh. Okay. Sind wir durch? Okay. Good. Wir sind poisoned. Was ein Problem ist, wir haben ja irgendwo noch ein Item. Shotgun Shells. Good. Ich gehe mal zum Raum mit Rebecca. Ich hoffe mal, dass sie da irgendwas gegen machen kann, weil wir haben jetzt kein Blue Herb hier. Oh. Poison. Allerdings. Chris! I need serum. Serum? I remember seeing it. I'll be right back. Just hang in there.
weiß wo. Ah. Okay, wir haben eine Handgun. Standard, Standard-Handgun und... Was war's noch? First Aid Spray, alles klar. Alright then. Easy. Also derselbe Weg, den wir auch für Richard schon gegangen sind. Somit kann man sich das eigentlich ganz gut einprägen. Wir sind, glaube ich, hier außen rumgegangen, was ein bisschen kürzer ist. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist ein kürzerer Weg. Glaube ich. Vielleicht. Vielleicht spinne ich auch. Goddammit. Aber okay, uns sind quasi alle Räume verschlossen mit Rebecca. Wir müssen nur... Oder wir können nur Richtung... Serum-Raum gehen. Das heißt, wir können gar keine falschen Wege gehen. Scheint richtig zu sein. Ja. Natürlich. Sure. Haben wir jetzt die Revelation, dass Richard einfach K.O. ist? Oder weg ist? Tot ist? Mathsera? Okay, wir können auch nicht in die Box reinschauen. Das heißt, das ist alles, was sie quasi gerade dabei hat. Also ein Glück, dass wir als Chris spielen, nicht als Rebecca. Wobei Rebecca haben wir dann in Resident Evil Zero. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, ob ich Zero jemals Let's Playen werde. Ich habe es mal angefangen mit dem guten Dr. Chris Wesker, aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie wäre ich damit nicht so ganz warm. Ich habe dann auch das Playthrough von den Rocket Beans, aka von Simon eben angeschaut. Resident Evil Zero war ja ebenfalls After Dark. Ist ganz cool zum Zuschauen gewesen, vor allem wenn er die ganze Zeit failt, aber... Und dann ein bisschen seinen Rage-Boner quasi zeigt, aber... So selber zocken, ich weiß ja nicht. Ist natürlich auch mit Tank-Controls, ist quasi mit altgewohnter Resident-Evil-Steuerung auch. Aber der Flair irgendwie, naja, der setzt nicht so ein, wie das jetzt hier gerade vor allem der Fall ist. Finde ich. Gib ihm das eine. Feeling. What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again, don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that.